So, herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play Together. Ich spiele in meinem KV. Unsere drei größten Tanks ist der Jagdtiger, Doppelpack der Löwe und im Doppelpack der Ferdinand. Die Gegner haben E75, ein IS-3 und ein KV-5. Als Artillerie haben wir eine Grille und die Gegner eine SU-14 und eine SU-26. Ich spiele mit dem German Snipes. Ich bin 16 Jahre alt und spiele momentan mit meinem KV. Ja, und ich bin der Henrik, bin 17 Jahre alt und spiele in meiner Grille. Sehr schön. Gut, dann fangen wir an. Ich würde sagen, weil wir so klein sind, links am besten, oder? Ja, auf dem kleinen Hügel da, ne? Ja. Rechts ist der Ferdinand, ja, rechts sind die ganzen Jagdpanzer, das passt. Oh, ich bin in Stellung und verfolge euch mal ein bisschen. Ja, haben wir ja nicht so ein gutes Spiel erwischt. Schade eigentlich. Ja. Na gut, vielleicht können wir noch ein bisschen was reinmümpeln. Ja. Was fährt denn da eigentlich mit uns? Mit uns? Löwe? Ja, Löwe ist bei uns. M4A3, ja. Und ein Ferdinand. Oh, wir haben doch noch mehr Artillerie, habe ich ganz vergessen. Ja, eine Hummel haben wir noch. Hummel und eine Doppelgrille. Genau. Henrik schon in Stellung. Natürlich. Da machen wir was kaputt. Genau. So. Ich werde mal mit dem Löwen und dem Typ 59 hier mal mitgehen. Ich komme mit, ja. Die mal so ein kleines bisschen unterstützen. So, als Kanonenfutter dienen. Ja, da stelle ich mich hinter dich. Du bist da mein Schutzschild. Genau. Erst dann mal rum. Ich sehe überhaupt nichts. Ich auch nicht. Ach, Ferdinand ist da sehr schön. Ich habe nur ein bisschen Bedenken wegen der Artillerie, ja. Die uns kritt. Oh scheiße, ein E75 sieht mich. IS-3 haben auch noch. Ich schlage nur HE nach. War gar nichts. Was macht dann der Löwe? Ist der vorne? Oh. Okay. Schauen, ob ich den E75 ankratzen kann. Was mault dann der andere darum, der Ferdinand? Jo. Jetzt hat er einen erwischt. Schön. Der Ferdinand. Ja, er ist hier nicht. Der andere Ferdinand ist tot. Und der ist am Rummaulen. Da hat wohl jemand keinen guten Tag. Nee. Oh, Tiger. In der Mitte. Mhm. Ja, ich komme leider nicht ran. Ich stell mich mal so ein bisschen hinter dir. Nee, geh du nur vor. Na, wo ist er jetzt? Ich bin süß. Ach, ein AMX. Also der Tiger sieht uns wahrscheinlich, glaube ich. Ja, nee, jetzt ist er genau hinter zwei Häusern. Aber gleich kommt er hervor. Ja, na, er bleibt hinter den Häusern. Aber ich mein vom Schub AMX ab. Wurde der Benzin getroffen. Jo, der ist gleich weg. Schön. Schönes ja. Ding.
Ja, schön. Der Tiger traut sich nicht so. Mensch, den packen wir zusammen. Ich wüsste ihn auch gerade an. Der Löwe ist ja noch da. Löwe ist mutig. Der traut sich was. Versteckt er sich hinterm Haus. Momentan geht's ja eigentlich, 6-3. Ja. Oh, ein T-34-85, da müssten wir eigentlich durchkommen, also ganz leicht. Ich hab immer noch HE. Ach so. Ich hab den, ah, der Löwe, scheiße. Panzerung nicht durchschlagen. Nee. Okay. Hat nichts gebracht. Bei mir ist das. Wir haben eine blöde Position und wir sehen von hier nicht so wirklich was, ne? Ja. Das ist doof. Artillerie? Komm, die Mümpel mal weg. Ja, ich sehe sie schon. Jo. Oh. Sehr schön. Ja. Sollen wir uns die andere Artillerie auch noch schnappen? Jojo. Ich meine, die kann ja eh nichts gegen uns ausrichten. Nee. Aber der Löwe sieht uns wahrscheinlich. Hast du mir aber gerade Lack verkratzt? Ja, ein bisschen. Entschuldigung. Das setzt sich auf die Rechnung. Ja, die 50 Kreditpunkte, da habe ich auch noch übrig. Ich habe Sonderlackierung. Ach so. Oh, der schießt schneller wie ich, das gibt's doch nicht. Guck mal, wird beschossen. Das ist der Löwe. Mann, 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 Mann. Ah, ne, KV. Ne, ja, das war der nicht. Ne, der steht in dem Haus. Ja, ich schick den Ferdinand mal vor. Sollen wir mit denen fahren, oder denkst du, du packst es nicht mehr? Na doch, ich pack's noch. Die anderen oben brauchen Hilfe. Mhm. Ja, da kümmern wir auch schon drum. Da ist der KV-5. Oh. Ja, Löwe sollte man nicht unterschätzen, ne? Nee. So, jetzt nehmen wir mal in die Mangel. Der KV ist weg. Oh, der hat aber noch... Schön. Schönes Ding. Hab ihn gerade zum Brennen gebracht. Ganz kurz nur. Du warst das, ja? Ja, das kann ich leider nicht auf schießen. Ach, naja, das war's. Boah, super. Da begibt sich was Kleines aber zu euch. Ein 38 NA. Der KV-5 versteckt hinterm Haus. Nicht, dass der 38 NA jetzt hier noch das ganze Spiel dreht. Oh, der KV. Ja, ich hab ihn die Ketten zerschossen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Oh, ich kratze nicht mal an. Hab ihn auch ordentlich erwischt. Jo, das war's. Schöne Runde. Ja. Sehr gute Runde. Ihr habt doch beide zwei Abschüsse, sehr schön. Ich habe wieder nichts gerissen. Gut. So. Was wollt ihr jetzt spielen? Ja, also... Ihr könnt euch aussuchen. Ich glaube, ich spiele meinen Jagdpanzer.
Den Jagdpanzer 4? Ja. Ja, dann komme ich auch wieder mit dem KV mit. Okay. Ich will ja mein KV noch auf Elite bringen. Ach so. Genau, ja. Fehlt ja nur noch. 2000 fehlt noch. Oh, das geht ja noch. Ja. Also mir ist egal. Ich bin mit der Grille eigentlich am besten. Wie du willst. Wird mit der wieder mitkommen. Gut. So, hab noch kurz gecheckt. Alles klar. Okay, dann geht's los. Wir spielen auf Himmelsdorf. Unsere drei größten Tanks ist der Königstiger, T29 und T43. Die Gegner haben T34, AMX M445 und einen Panda. Unsere Artillerie besteht aus einer Hummel und zwei Grillen. Die Gegner haben zwei Hummeln. So. Wo geht ihr hin? Also ich denke mal entweder, mir kommt auch an, wo die Menge hingeht, ne? Ja, hier auf jeden Fall. Ja, also ich schätze mal Berg. Ich denke mal rechts oder links. Also entweder links, ganz links lang oder rechts. Da gucken wir Berg. Mal. Ja. Vor allem was die dicken Tanks machen. Genau. Ja. Die scheinen links lang zu gehen. Ja. Außer der Tiger. Gehen auf die Heavy Tank Straße. Also ich werde dann mal links lang gehen. Okay. Und unsere Grille? Die ist verwirrt. Ist auch scheiße, Map fehlt. Ja, eigentlich wollte ich rechts lang gehen, aber weiß ich nicht. Rechts? Ja. Wenn man dann nur mit einem Tiger unterwegs ist, ob das so gut ist. Ja gut, ihr könnt ja den Tiger begleiten. Oh, das gibt's doch nicht. Bestimmt nur ein Zentimeter daneben geschossen. Ach Mensch. Mal ordentlich Abstand vom Broken nehmen, nicht dass ich jetzt wieder sein zerkratze. Ja. Oh, da hat einer schlecht geparkt, da bin ich gerade drüber gefahren. Wir sind hier sehr viele. Ja. Und rechts sehr wenig. Ich fahre die Hummel. Unsere Hummel greift an. Ich glaube, die linke Flanke könnte zusammenbrechen auf dem Hügel. Ja. Da kommen sie durch. Ich werde da mal hingehen. Oh, Grille. Oh Mann. Ich komme nicht so schnell rum. Dem schieße ich Scheiße. Voll in Arsch. Ich habe ihn getroffen, aber... Oh, shit! Halt noch immer durch! Ich schieße noch immer! Oh, nein! Ich schaff's nicht mehr. Oh, ein Glück. Hat selbst gemacht. Geil. Oh. Nicht nochmal, Jungs, hey. Aber die T43 kann aber ganz schön viel aushalten. Ne? Ich habe den Volltreffer verpasst und nur 20 abgezogen. Was? Ja, also das war... So habe ich auch noch nicht gehabt, sowas. Wie sieht's dann aus? Gar nicht so schlecht. Ja, 6-4 geht. Ist in Ordnung. Jo. Ich komme mal den Berg mit euch hoch. Okay, da steht hinter Schutthaufen ein KV. Direkt, wenn du jetzt hier drüber schaust. Der kriegt mich wahrscheinlich direkt, ne?
Wahrscheinlich schon, ja. Der kann direkt hier vorschauen. Er hat aber die kleine Gun drauf. Wenn er sich noch ein Stück bewegt, kriege ich ihn sogar. Hui! So, bei mir dauert es noch eine halbe Stunde, bis ich im Berg oben bin. Ja. Oh, kommt ein Panther um die Ecke, passt auf. Ich provoziere nur ein bisschen, du kannst dich dann aufnarotzen. So, ich bin auch gleich oben. Ja, fahr noch ein Stück. Oder so. Toll, ich häng. Komm schon heute noch hoch. Ja, ja, die kaputten Panzer sind hier ein bisschen im Weg. Ah, da kann man, glaube ich, gar nicht drüber schießen, oder? Ich mit meinem Panzer nicht, nee. Kannst du doch gut aimen mit der Artillerie. Ja gut, hier die ganz vorne treffe ich nicht. Aber ansonsten schon. Ja, ich denke mal, das wird wieder ein Sieg werden. Sieht gut aus, ja. Ja. KV-1S. Okay. Der ist auch noch da. Die gehen auch bei uns in den Stützpunkt. Stützpunkt erwische ich selbst. Ich greife den mal ein bisschen an. Ich komm mit. Noch mal ein bisschen Action machen hier. Hummel? Aber ich denke mal, die werden wir nicht mehr kriegen. Weil die versucht unser Leopard anzugreifen. Ja. Oh. Oh shit. Och nee. Jetzt muss der Tiger ran. Bei uns. Die Hummel versaut. Wir spielen jetzt aber 8. Na gut. Bringt wahrscheinlich nicht viel. Ja, so schnell kann sich das Blatt wenden. Oh, Tiger hat einen angeschossen. Ja. So, ich komme jetzt auch noch. Beeil dich, das wird knapp wie Sau. Oh, sehr schön. So. Na also. Da haben wir mal abgeräumt. Ja, leider nichts gekillt. Naja. Nicht schlimm. Nicht schlimm. So. Was war das? Die dritte Runde oder die zweite? Das war die zweite. Ich würde sagen, wenn ihr noch Lust habt, können wir ruhig noch eine dritte dazuhängen. Jo. Also ich bin dabei. Ich auch. Gut. Und ich bin wieder mit dem KV unterwegs. Im KV? Was würde ich jetzt eigentlich? Der Jagdpanzer, okay. Ich glaube, dann nehme ich den KV-3. Jo. Genau, mache ich so. Zwar scheiß Mannschaft drin, aber... So, okay, seid ihr bereit? Jo. Okay. Na, das geht ja eigentlich. Wir spielen auf Karelien, glaube ich, heißt der Scheiß.
Unsere drei größten Panzer sind Ferdinand, Panther 2 und Typ 59. Die Gegner haben AMX 50-100, einen Löwen und einen T-29. Unsere Artillerie besteht aus einer Grille und einer M7 Priest und die Gegner haben eine Hummel. So. Rechts oder links? Also ich gehe auf jeden Fall rechts. Gut, dann komme ich mit. Weil links ist immer... Ah, da traue ich mich nicht lang. Ich gehe immer links. Aber halt nicht mit so einem langsamen Panzer. 4 KVs haben die Gegner, naja. Mal schauen. Oh, links geht gar keiner. Überhaupt nee. Keiner. Nee, ich sehe das schon. Ich muss dann links abbiegen. Ich komme einfach mal mit. Jo. Wir sind halt jetzt ziemlich jetzt. Langsam. Okay, da kommt zumindest mal ein KV auf euch zu. Ja. Und VK 3601 ist da hinten. Hab ihn erwischt. Jetzt liegt er. Da kommt noch der RL. Hässliche Franzose. Boah, ich habe ihn nicht angekratzt. Mann, Mann, Mann. Jetzt sind wir natürlich hier ziemlich im Verzug, ne? Ja, Denrik hat sich die Kill mal geholt. Ja. Wunderbar, wenn man anhängt, wenn er mir die Kette abschießt. Wenigstens etwas. Genau. Ja, ich werde gerade voll beschossen. Schade eigentlich. Von allen Seiten. Oh. Das war's, denke ich mal, für mich. Ich habe keine Ahnung von wo. Der KV ist nicht. Die Gegner stehen hier schon. Ach ja. Du Scheiße. Die kommen alle von links. Ja. Ja, das war nicht gut. Oh mein Gott. Das ist der Nachteil, wenn die gesamte Mannschaft nach rechts geht oder in eine Richtung. Auf eine Seite. Ui. Eine Löwe. Bin noch am Nachladen. Ganz schlecht. T28 von links. Der ist schon eher was für mich. Aber 8-2 ist eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Ja. Naja, habe ich wenigstens ein paar aufgeklärt. Ist ja auch schon was. Ich glaube, der Löwe hier macht... Ah, es steht noch die SU. Sehr schön. Mach eine Platte. Drüber geschossen. Ja, super. Wir haben sie voll erwischt. Boah, die Artillerie schießt auf mich. Der Löwe... Der Löwe macht mir Angst. Oh Scheiße, ich krieg nur nicht mehr. Oder? Doch. Jo, der war auch sehr schön. 1% hat er noch. Der Löwe ist voll. Die eklige Hummel hat mich angeschossen. Keine Werkzeugkiste dabei. Doch, aber... Ach so, ich dachte, deine Kette ist im Arsch. War's auch. Hab schon mal gewartet. Achtung, KV. Das ist auch gleich hinüber. Ey, 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 unsere Artillerie hier ist gut. Ja. Da ist die Hummel. Jo. Da war die Hummel. Sehr schöne Schlussrunde. Der Kleine ist dann bestimmt bei mir und macht mich jetzt kaputt.
Natürlich, seht ihr? Wusste ich's doch. Gleich machen. Boom. Nein! Oh. Daneben gesammelt! Das war's. Naja. Gut. Sehr schön. Gut, gut. Zwei aufgeklärt, ein beschädigt. Dann bedanke ich mich mal bei euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Ciao, ciao.